Hallo und herzlich willkommen zurück in Star Stable. Ja, ich konnte dann doch nicht abwarten und habe mir dann gedacht, ich muss es nochmal probieren. Ich habe gerade nochmal mit dem Jasper gesprochen und ich habe was gelesen, wo das Ganze sein soll, wobei ich mir das nicht vorstellen kann. Was ist das? Was ist das? Das hat vorher aber nicht... Ja, geh bloß nicht drum herum. Also, da sind aber ganz schöne Bugs hier drin. Es hat vorher aber sonst nicht geleuchtet. Was ist denn das? Okay. Also, falls jemand weiß, was das ist, schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Ich kann hier irgendwie gerade gar nichts damit anfangen. Naja. Wir werden uns jetzt erst noch mal auf den Weg nach Port irgendwas begeben. Und zwar, jetzt bin ich gerade unbedingt darum, genau. Oh, wer bist du denn, kleine Hübsche? Ich hoffe wirklich inständig, dass mir dieser Tipp aus dem Internet jetzt weiterhelfen kann. Ich bin zwar schon da gewesen, deswegen verstehe ich es ehrlich gesagt auch nicht, dass es wirklich so sein soll, aber naja. Ich meine, kann ja alles sein. Na komm. So, also, da stand jetzt drin. Jetzt muss ich mal eben schauen. Ich habe mir das nämlich extra abfotografiert. Vom Brunnen aus muss ich schauen. Vom Brunnen aus. Der ist nicht hier. Obwohl, ja, doch, im Endeffekt ist er hier. Aber der ist genau mittig. Das ist natürlich ziemlich blöd. Hier steht, wenn du beim Brunnen stehst, dann siehst du eine Geschäftsreihe. Ich nehme mal an, dass das jetzt hier diese Seite ist. Und das letzte Geschäft ist das, wohin du musst. So, da jetzt wahrscheinlich nicht das Geschäft hier gemeint ist, muss es da oben der sein, wo ich den Namen ändern kann vom Pferd. Aber ich möchte nicht meinen Pferdenamen ändern. Das ist das, was ich jetzt überhaupt nicht verstehe. Lauf doch einfach, mein Gott. Ich habe allerdings gerade jetzt noch mal eben mit ihm gesprochen. Und der ist jetzt nicht markiert hier. Doch, jetzt wird es auf einmal... Ach, Moment. Ah! Okay. Okay. Wir haben endlich den Schlüssel zum Bankschließfach. Das ist aber jetzt so dermaßen blöd gewesen. Also zu finden. Muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Okay, da wir jetzt sowieso gerade hier sind, nehmen wir jetzt nochmal die Quest auch mit Spirit an. So, Spirit anschauen. Was ist das denn? Willst du mehr über Spirit wissen? Oh, okay. Das ist schön. Den Apfel kannst du bei Sally kaufen. Das ist wahrscheinlich die. Wie kann ich Spirit kaufen? Wenn Spirit dich genug mag, kannst du einen Apfel kaufen, um ihn Spirit zu geben, sodass er als Pferd bei dir bleibt. Okay. Erreiche das Rufniveau bewundert. Dann den Apfel kaufen, den Apfel geben und man kann ihn reiten. Okay, das klingt ja jetzt erstmal ganz einfach. Der Apfel ist aber mega teuer, also werde ich mir sowieso nicht leisten können, weil ich ja noch dieses Shire-Pferd haben will. Die Stiefel sehen gar nicht schlecht aus, aber das ist ja mega teuer, was man hier kaufen kann. Das ist ja krass. Und kann man hier die Kamera wechseln? Und so super toll. Naja, sieht schon cool aus, weil das halt so dieses... dieser Nachtlook, sag ich mal, ist, aber ne, also ganz ehrlich, das wäre mir jetzt zu teuer. Viel zu teuer. Informationen über Spirit. Es wird gemunkelt. Ja, das hast du schon mal gesagt. Ja, möchte ich immer noch.
behalten, annehmen, wie auch immer. Hallo. Du darfst dich gerne bewegen. So, okay. Wieso habe ich jetzt da unten eigentlich ein Ausrufezeichen? Egal, wir reiten jetzt erst noch mal kurz zurück. Weil ich habe jetzt das Bankschließfach endlich gefunden. Endlich, endlich. So, ich sehe aber jetzt schon, dass Spirit nicht da ist, wo man mir gesagt hat. Beziehungsweise geschrieben hat. Der Leuchtturm ist ja irgendwie krass. So, ne, hier oben steht er nicht. Eigentlich sollte er wohl hier oben stehen. Aber okay, Moment, da war jetzt gerade auch noch was, was wir annehmen können. Da schauen wir später auch nochmal nach. Ich orientiere mich am Licht. So, dann haben wir ja gesagt. Und du hast mir auch meinen Schlüssel wiedergebracht. Sehr schön, danke. Noch einmal danke. Ja, ne, ne. So, alte Dokumente. Weißt du was? Mein eisiges Herz ist jetzt aufgetaut. Nach 20 Jahren in der Kälte, junge Dame. Ich gebe dir die Urkunde über die Moorland-Stelle. Du hast sie dir verdient. Thomas wird bestimmt sehr glücklich sein. Yes. Und ich habe sogar neue Hosen bekommen. Schwarze Hosen. Mm, die sehen richtig schick aus. Ich habe schon wieder eine Einladung bekommen, glaube ich. Ich kriege ja gar nichts mehr mit. Junge Dame, wäre es möglich, dass du einem alten Miesepeter einen Gefallen tust? Könntest du diese Briefe und dieses Amulett, das Justins Mutter Catherine gehört hat, zu ihm bringen? Sag ihm, was du getan hast und dass ich ihn so bald wie möglich sehen möchte. Es mag nicht viel sein, aber zumindest ist es ein Versuch, 20 Jahre der Bitterkeit hinter mir zu lassen. Und ein Weg für diesen alten Narren, sich zu entschuldigen. Ja, das ist kein Thema. Das ist schön. Ich liebe ja diese prallen Farben. Na komm, lauf. Lauf. Und noch. So, dann müssen wir jetzt zu Justin. Der war hier, glaube ich, direkt links rein. Ja, ich weiß, ich habe aus Versehen runtergescrollt, anstatt hoch zu scrollen. Das war nicht so günstig. Nee, da müssten wir ihn eigentlich erwischen. So. Oh, Susanne. Du hast ja keine Ahnung, wie glücklich mich das macht. Dieser Streit hat schon viel zu lange gedauert und endlich ist er vorbei. Und das alles dank dir. Du wirst immer eine ganz besondere Freundin der Moorland-Stelle sein. Danke. Yay, ich hab's abgeschlossen. So, dann wollen wir mal gucken. Da hinten, genau, da hinten kann ich noch was machen. Und sie ist jetzt auch blau. Wieso ist sie blau? Hm. Bei den Pferden. Du hast die Stelle vor dem Abriss bewahrt. Endlich kann ich beweisen, dass ich der rechtmäßige Besitzer der Moorland-Stelle bin. Und das nur dank deiner Hilfe. Ich werde das dem Stadtrat zeigen. Und Herrn Kempel wird nichts anderes übrig bleiben, als seine Bauarbeiten zu stoppen. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Ich schulde dir mehr, als ich je wieder gut machen könne. Ja, kein Thema, kein Thema. Hm. Ich habe fantastische Neuigkeiten für dich. Ich habe festgestellt, dass du ein Händchen für Sunny Princess hast. Und ich habe mir die Freiheit genommen, mit den Besitzern zu sprechen. Vor ein paar Jahren sind sie von Jorvik ans andere Ende der Welt gezogen. Sie werden wahrscheinlich für viele, viele Jahre nicht nach Jorvik zurückkehren. Ich habe ihnen erzählt, wie toll du mit Sunny Princess zurechtkommst. Und obwohl sie Sunny Princess lieben, würden sie ihn dir für nur 300 Jorvik-Schillinge verkaufen. Das ist ein guter Preis und eine tolle Gelegenheit für dich. Ich verstehe, dass du vielleicht momentan nicht so viel Geld hast, aber mach dir keine Sorgen. Es gibt dir viele Möglichkeiten, gutes Geld zu verdienen. Solange du dich nicht davor fürchtest, dir die Hände dreckig zu machen. Komm zurück, wenn du das Geld hast, und ich freue mich, dir dann die richtigen Dokumente überreichen zu können.
Ja. Ach so, Belohnung 300. Okay. Das heißt, ich habe jetzt genug Geld, um dieses Pferd zu kaufen. Ich dachte eigentlich schon, das ist mein Pferd, aber okay, dann kaufen wir es jetzt. Das ist hervorragend. Die früheren Besitzer werden überglücklich sein, Sunny Princess in deinen umsorgenden Händen zu sehen. Ich bin stolz auf dich, Susanne. Harte Arbeit und Entschiedenheit zahlen sich immer aus. Wir sehen uns bald. Juhu! Ich habe jetzt mein eigenes Pferd. Ich dachte zwar schon seit mehreren Folgen, dass das mein Pferd ist, aber es ist jetzt mein eigenes Pferd. Yay! Ja, sie ist hinten auch noch blau angezeichnet. Vielleicht kann ich da auch noch was machen. Eigentlich ja nicht. Oder habe ich den Stall noch nicht abgegeben heute Morgen? Ich weiß es nicht. Ja, natürlich. Nee, ich will nicht. Nein, ich will nicht bei dir übernachten. Nein, nein, nein. Was macht die denn da hinten? Ist die am Rumzupf? Gut. Dann werde ich jetzt mal schauen wegen der Spirit Quest. Ja, dass du ihn einfach treffen musst. Das ist ja auch alles schön und gut. Aber wo treffe ich Spirit denn? Ich habe hier unten noch was, was ich erledigen könnte. Ich muss Spirit dann doch irgendwie finden. Sag mir bitte, dass das mein Hufschmied ist. Der mir endlich mal meine versprochenen... Ah! Meine versprochenen... Ah! Bleibst du hier? Hallo! Wenn ich da schon extra ein paar tausend Mal draufklicke, dann wäre es vielleicht auch ganz nett, wenn du da stehen bleiben würdest. Nimm die Minenhacke und reite zu Jarls Gruft in der Nähe von Doyle's Abbey. Wende sie an den alten Felsen an, um ein wenig glänzendes Geistererz zu bekommen. Ich brauche nur zwei Brocken von diesem seltenen Material. Ja. Mache ich gerne, aber das ist jetzt nicht die gleiche, wo wir schon mal waren, oder? Weil das sieht nämlich so aus, dass der mich jetzt woanders hinführt. Aber ist ja kein Problem. Da schauen wir mal nach. Ist ziemlich weit hinten. Je mehr ich dahin reite, umso mehr entfernt sich das Ganze irgendwie. Okay. Es geht immer weiter weg. Aber gut, wenn das jetzt unser Einsatzziel ist, dann ist das halt unser Einsatzziel. Dann müssen wir da jetzt hin. Ah, jetzt verschiebt sich das Ganze nicht mehr. Das ist schon mal gut. Das hier scheint doch irgendwie der Weg dahin zu sein. Ah, da vorne ist der Eingang. Genau. Gut, dann nehme ich das Pferd nicht mit. Steigst du dann auch heute noch mal ab? Okay. Oh, was ist das denn für ein komischer Stein? Muss ich damit irgendwas machen? Beziehungsweise kann ich damit irgendwas machen? Naja, bisher nicht. Vielleicht kommt das ja später noch irgendwie eine Quest. So, Angst vor Geistern. Nein, ich habe keine Angst vor Geistern. Ich habe nur, naja, Panik ist das falsche Wort, dass ich hier nicht mehr rauskomme. Wegen den ganzen Grafikfehlern. So, dann laufen wir jetzt erstmal wieder zurück. Zum Hufschmied müssen wir. Der mir im Übrigen immer noch nicht die versprochenen Hufeisen gegeben hat. Schäm dich, Hufschmied, schäm dich. Er hat
zu mir. Nur gesagt, ich soll bei Gelegenheit nochmal vorbeikommen. Dann werde ich meine Hufeisen kriegen. Habe ich immer noch nicht bekommen. So. Da ist immer noch rechts dieses süße Pony. Also dieses Pony, nicht dieses süße Fohlen, meine ich. So, das ist das Haus von ihm, ne? Na, laufen wir doch direkt mal hin. Hallo. Während ich diese Hufeisen fertig mache, gehe und suche Nägel, damit wir sie Sunny Princess gleich anbringen können. Ah, ich glaube, er kommt endlich mal seinem Versprechen nach. Vor langer Zeit, lange bevor du und ich geboren waren, lebte hier in Jorvik ein Stamm von Ureinwohnern. Sie lebten glücklich und im Einklang mit den Naturgeistern. Und ihre Pferde hatten Kräfte, von denen wir uns heute nicht einmal träumen lassen würden. Sie hatten eine große Siedlung südlich von hier, direkt am Strand, und man kann dort heute noch Überreste aus dieser Zeit finden. Wenn du Glück hast, kannst du dort im Sand vielleicht ein paar ganz besondere Nägel für die Pferdeschuhe finden. Ich brauche nur 8 antike Nägel. Okay. Ach, in der Richtung, okay. Ah, da meinte er. Gut, da werden wir doch mal direkt hinreiten. Lauf, Sunny Princess, lauf. Kann ich da... Ich weiß gar nicht, ob ich da durch kann. Ich laufe mal lieber außen rum. Ohoho. So schnell solltest du jetzt eigentlich... Ich dachte, der stoppt jetzt jedes Mal. Okay. Ja, bleib stehen. Ja. Jetzt sind wir natürlich um das eine drüber rumgeritten. So. Dann bringen wir dem guten Herrn doch mal seine Nägel. Feinste Nägel sind das. Ich werde meine Arbeit fortsetzen, komm später wieder, vielleicht werde ich noch einmal deine Hilfe brauchen. Ach, jetzt verlangt er wieder nach meiner Hilfe, anstatt mir die Hufeisen zu geben. Na super. Naja, immerhin haben wir noch eine Kleinigkeit bekommen. Das ist ja schon mal etwas. Vielleicht kann man das auch nur alle 24 Stunden machen, das weiß ich jetzt nicht. Ursprünglich wollten wir aber eigentlich jetzt wegen Spirit gucken. Muss es doch eine Möglichkeit geben, den zu finden. Schauen wir mal eben. Er ist auf jeden Fall nirgendwo hier verzeichnet. Das ist natürlich blöd. Letztes Mal hatte ich ja schon so einen komischen Hinweis bekommen, aber der brachte mir natürlich auch nicht allzu viel. Böse Katzen, okay. Muss man dann auch eine Katze mit dem Pferd mit sich führen, oder? So, hier gibt es sehr viel zu sehen, aber da gehen wir nicht hin. Ja, eigentlich sollte er jetzt hier irgendwo sein.
kannst du aber auch nicht. Oder wir machen es einfach mal so. Wir gehen erst noch mal. Da war ja noch was. Ach so, Moment. Hier war auch noch was. Na, was machst du denn jetzt für einen Quatsch? Wieso steigst du ab? So, hier vorne, genau. Das Pony-Championat. Voller Stolz präsentiert die Jorvik Pony-Gesellschaft das fantastische Pony-Championat. Natürlich lieben wir sämtliche Rassen, doch dieser Wettkampf ist ausschließlich für Ponys gedacht. Die Strecke und die Hindernisse wurden auf die kurzen Beine der Ponys zugeschnitten und optimiert. Folgende Rassen können am Pony-Championat teilnehmen. Ja, das interessiert mich jetzt nicht. Das heißt aber wahrscheinlich... Dienstags ist gar keins. Ah, okay. Das heißt dann wohl, dass wir hier heute nichts machen können.